Ja, laut der ersten Hochrechnung liegen wir bei 5,9%. Ein Ergebnis, was mich nicht zufriedenstellt, aber ich bin zunächst froh, dass wir wieder in die Bürgerschaft eingezogen sind, mit einer Fraktion von 5 oder 6 Personen voraussichtlich. Und es ist ein deutlicher Beleg dafür, dass in der böhmischen Bürgerschaft auch wieder eine linke Opposition gebraucht wird. Ich hätte mir selber ein besseres Ergebnis gewünscht. Es hat sich im Wahlkampf auch eindeutig besser angefühlt. Denn wir haben einen engagierten Wahlkampf geführt, wir haben viel Zuspruch auch auf der Straße erhalten. Es ist für uns derzeit nicht absehbar, inwieweit auch die niedrigere Wahlbeteiligung, vielleicht auch gerade in den Bezirken, wo vorwiegend prekär lebende Menschen leben, dort auch zu Buche geschlagen hat und vielleicht auch sich auf unser Wahlergebnis niedergeschlagen hat. Ich denke, seit den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz war klar, dass es kein Spaziergang wird mit dieser Wahl. Wobei heute auch erst so das Gefühl da war, dass es doch sehr viel knapper war, als alle gedacht haben. Ich glaube, gerade diese Erfahrung, dass es sich im Wahlkampf ganz gut angefühlt hat mit dem Feedback, spricht dafür, dass wir eben auf der anderen Seite viele Menschen gar nicht erreichen und gar nicht motivieren konnten. Und darüber wird man nachdenken müssen, wie wir daran weiterarbeiten. Ansonsten ist es ein Wahlsieg für SPD und Grüne, der ihnen weitgehend geschenkt worden ist durch das schlechteste CDU-Ergebnis seit 1959 und generell eben das Einbrechen der bürgerlichen Opposition. Es war für uns nicht einfach, in diesem Wahlkampf rüberzukommen, nachdem wir nun wirklich eine satte Alleinstellung hatten. Die einzige Kraft waren, die gesagt haben, wir sind dagegen, dass in Zukunft gekürzt wird, dass Personalabbau betrieben wird, dass die Haushaltsnotlage und die Schuldenbremse Politik sowieso vordefinieren. Das kann positiv sein, das kann aber eben auch schwierig sein, wenn man die einzige Kraft ist, dafür steht. Und so, dass wir alles in allem eben auch zufrieden sind, einerseits den Wiedereinzug geschafft haben, aber sehr genau auswerten müssen, warum es uns nicht gelungen ist, mehr zu schaffen.